Streetworker Hendrik Engel will heute zwei obdachlose Jugendliche besuchen, die er seit einigen Wochen betreut. Ich bin gerade auf dem Weg zu Paco und Tim. Das sind zwei junge obdachlose Punker, die unter der Brücke in Berlin leben. Und versuche jetzt gerade, die zu treffen, um dann zu schauen, wie es ihnen geht. Und alles Weitere schauen wir dann mal. Was ist denn da los? Schaffen Sie mir die Kriminellen hier raus! Tim, Paco! Was ist los? Was denn hier? Ja, wie, was machst du hier? Ich bin auf dem Weg zu euch. Nein, wir müssen gehen. Wir haben jetzt keine Zeit. Was wird das? Guck mal, das Jungs, nee, komm, Schluss jetzt, Schluss. Ihr wolltet gesehen, ihr klaut hier die Sachen, die Frau liegt da blutend. Jetzt ist fertig. Stellt den Rucksack mal hin und jetzt ist gut mit der Geschichte. Nein, Paco, Tim, das ist scheiße. Das ist scheiße. Ihr könnt nicht in den Laden gehen. So drauf? Ja, was heißt so drauf? Ihr klaut hier in dem Laden. Die Frau ist verletzt. Ist doch scheißegal, Mann. Nee, das ist nicht scheißegal. Die Frau hat euch gesehen. Das ist eine Straftat, Jungs. Die Kundin hat sich um die Kioskbesitzerin gekümmert und auch bereits die Polizei informiert. Doch die Angaben der Späti-Inhaberin sind widersprüchlich. Sie wurden noch verletzt von den Jungs jetzt? Ja. Also, sie sagt jetzt, sie wurden nicht verletzt. Die Verletzung war schon. Ja, war die Verletzung? Ich bin gegengeknallt, weil ich die aufhalten wollte. Ja, aber das trifft euch auch nicht, Schuld, Jungs. Sie wären nicht verletzt, wenn ihr nicht geklaut hättet. Ne? Also, da muss man einfach so sehen. Ich kann hier reinkommen und meinen Laden beklauen. Ja. Das geht doch nicht so. Wo gibt's denn sowas? Ja, Paco. Ist jetzt mal ohne Scherz. Was hast du denn da eingepackt? Ja, das ist doch nicht so notwendig, dass du Büchsenmilch. Was? Ja, sie hat nichts anderes hier. Was soll ich denn machen? Ja, Büchsen. Trinkst du Büchsenmilch unter der Brücke? Ja, besser als gar keine Milch. Ja, das ja. Gibt's doch gar nicht. Babybrei? Ja, mag ich. Ist lecker. Magst du? Ja. Ja. Einfach kriminell. Mais? Ja, was interessiert dich? Ja, was interessiert mich? Der Babybrei interessiert mich. Ich war letztens einfach beide, da war ein schwangeres Mädchen da. Warum klaust du? Komm, Henry, jetzt mach da kein Riesentheater. Guck ja, da muss ich kein Theater ausmachen. Guck doch mal, wie ihr rumleitet. Ja, guck doch mal, wie du aussiehst. Hallo, die Polizei. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Guten Tag. Ah, schönen guten Tag. Sascha Kovac und Jenny Blum treffen ein, um den Vorfall aufzuklären. Streetworker Hendrik Engel stellt sich vor und informiert die Polizeibeamten über den Stand der Dinge. Ja, die Jungs haben hier den Laden ausgeräumt. Sie kennen die beiden Jungs? Ich kenne die beiden Jungs, ich betreue die beiden Jungs. Die leben vorne unter der Brücke, leben die. Und ja. Und Sie waren hier mit denen zusammen im Laden? Nein, ich bin hier vorbei. Ich bin gerade auf dem Weg zu denen. Ja, genau, ich wollte eben mal zu denen gehen und gucken, dass eben nichts passiert. Und wie es denn so ist, höre ich hier Krach aus dem Laden, gehe rein, pack in den Beutel, was sie klauen wollten. Und dann ist eben unter anderem auch Babynahrung dabei. Wo ist denn der Beutel? Das Problem an dieser ganzen Geschichte, die ich sehe, ist... Ihr habt Ausweise dabei? Ja. Nee, hab ich nicht. Ich habe keine Ausweise dabei. Ja, einfach nochmal grundsätzlich das Problem. Ja. Habe ich noch gebraucht oder kann ich meinen Einkauf? Nee, Sie können Ihre Sachen. Okay, ja. Das ist, was Sie hier entwendet haben, ja? Aber schauen Sie mal. Ja, Babynahrung. Beim letzten Besuch unter der Brücke war halt auch ein schwangeres junges Mädchen. Das ist völliger Bullshit. Okay. Da muss man einfach sagen, das ist natürlich sehr schwierig. Na, wenn ich jetzt hier die Babynahrung sehe und das schwangere Mädchen im Kopf habe, dann mache ich mir. Das hat nichts mit Spießer zu tun, da macht man sich Sorgen. Das junge Mädchen ist schwanger. Was meinst du, was da alles passieren kann? Na, ganz ruhig hier. Also, ihr habt hier die Sachen entwendet, richtig? Das trifft schon mal zu. Oder wollt ihr das abstreiten? Wir wollen es uns ausleihen, halt, was wir brauchen. Ausleihen? Ihr seid ja. Von irgendwas müssen wir auch leben. Ausleihen wollt ihr das? Bier und Babynahrung. Was wolltet ihr jetzt mit der Babynahrung? Wir trinken das Baby, die Babynahrung essen. So lecker. Ja, genau. Die Geschichte, die Paco mir erzählen wollte, die war sehr unglaubhaft, da ich letzte Zeit sie auch ein, zwei Mal besucht habe und dieses schwangere Mädchen unter der Brücke gesehen habe. Dass in dieser Situation etwas nicht stimmte, war mir relativ schnell klar, weil Lügen sieht man den zwei schon gut an, weil es sind eigentlich relativ ehrliche Kerle. Komm, was ist los? Das du schwangere Mädchen. Paco, was soll denn los sein? Wie, was soll los sein? Ihr habt ein schwangeres Mädchen da unter der Brücke, ihr klaut Babynahrung. Das kann doch nicht sein. Weißt du, was da passieren kann? Ja, natürlich. Ihr seid für euch verantwortlich. Wenn ihr da lebt und ihr da irgendwie schlaft oder was und nichts anderes annimmt, dann ist das eure Geschichte. Aber es drauf ist. Was soll ich denn da machen? Was ist denn da für ein Mädchen in der Brücke? Wie heißt sie denn? Danke. Muss ich das jetzt sagen? Ja, wie heißt das Mädchen? Mona. Mona heißt sie. Und wie alt ist die? 17. Entschuldigung, ich habe gerade gehört, Mona, ein schwangeres Mädchen. Mona? Meine Schwester heißt auch Mona. Ja, ist schwanger. Und was hat die mit unter der Brücke leben zu tun, ihre Schwester? Sie wird seit Wochen vermisst. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei der schwangeren Obdachlosen um die vermisste 17-jährige Schwester der Zeugin handelt und die beiden Punks die Babynahrung für sie gestohlen haben. Was soll ich denn dazu sagen?
Paco, ist du denn weißt, die... was Sache ist. Wie soll ich es denn alleine auf die Reihe kriegen? Hey, Paco. Paco, das Kind. Was ist, wenn was passiert? Das verzeihst du dir niemals. Niemals verzeihst du dir das. Die musst du untersucht werden. Dass das Kind jetzt halt unter der Brücke geboren wird? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Komm, wir gehen mal einfach zur Brücke, gucken mal, was da ist und ob sie da ist. Und dann schauen wir mal einfach weiter. Ihr kommt mit. Jungs, ihr habt hier immer noch wegen Ladendiebstahl. Ihr bleibt in unserer Nähe. Solltet ihr abhauen oder so, dann greifen wir sofort ein, ja? Ja, also das Strafverfahren läuft. Wir können jetzt alle friedlich zusammen hingehen und dann gucken wir und schauen, was mit eurer Freundin ist. Das kriegen wir auch noch vom Tisch. Aber jetzt lass erst mal gucken, dass es dem Mädchen gut geht. Kommt. Okay. Wir mussten auch relativ schnell schauen, dass wir dem Ganzen auf die Schliche kamen, weil natürlich auch dann eine Gefahrenverzug ist. Das ist ein schwangeres Mädchen, was unter der Brücke lebt. Und da müssen wir schnell handeln, um das Mädchen und das Baby auch zu schützen. Hier vorne an der Brücke ist auch der Schlafplatz der beiden Jungs. Da habe ich auch das Mädchen gesehen, die Mona. Und der junge Mann war nicht ganz so flott da vorne, ja? Mona! Hallo. Mona! Sascha, Sascha. Hey, hey! Komm mal jetzt hier. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ey, wenn sie sich verletzt hat, ist deine Schuld. Ey, ganz ruhig, ganz ruhig. Mona, das ist meine Schwester. Ja, wenn irgendwas mit dem Baby ist, ist deine Schuld. Dann hättest du jetzt nicht brüllen müssen. Ich bin hier, Mona. Komm her. Geht's dir gut? Wir bringen sie mal rüber. Ich hab mich auch vermisst. Alles gut, alles gut. Kommen Sie mal jetzt bitte wirklich. Die Lage ist jetzt wirklich ein bisschen ernst. Guck mal, da ist eine Bank. Kannst nicht aufstehen. Nee, die gehen auch rüber. Guck mal, da ist ihr Bett. Ich mach hier für eine Scheiße. Mona. Mona. Warum rennen Sie denn weg? Wir wollen Sie einfach nur... Ich mach mal ein RTW, bitte. Ja, erstmal. Setz dich mal hier. Was ist denn hier los? Carolina von Wie weit sind Sie denn? Sie sind doch ganz weit schon in der Schwangerschaft fortgeschritten. Ja, ich bin im 9. Monat. Im 9. Monat. Oh, tut Ihnen jetzt was weh? Die Knie. Okay. Und mit dem Bauch? Ich hoffe, Ihr Bauch hat nichts abbekommen. Okay. Mensch, und hier lebt ihr, oder was? Ja. Hier wohnst du? Seit wann bist du denn hier? Mann, ey. Seit drei Monaten. Ja. Okay. Okay. Hast du denn nicht gelacht? Also klar, super. Ihr geht's doch gut. Du kennst doch meinen Papa. Was hast du denn gedacht, wie du entbindest? Wie wolltest du denn das Kind bekommen? Hätten wir schon irgendwie geschafft. Hier? Ja, aber Mona, nee. Das aber wie wollt ihr denn hier Babynahrung zubereiten? Was hast du gegessen die ganze Zeit? Hier ist doch Bier, so ein bisschen Dosenspaghetti und mit sowas kannst du doch kein Kind ernähren und dich selber auch nicht. Wie soll eine vernünftige Muttermilch bei rauskommen? Das geht doch alles, das ist doch voll okay. Paco. Was ist denn hier okay? Das ist überhaupt nicht okay. Sag mal, wenn ihr das für euch... Ich kann hier eine Familie großziehen. In mein vernünftiges Zuhause. Ja. Okay. Ich meine, du hast eine wunderschöne Wiege gemacht. Muss arbeiten. Du musst nicht arbeiten. Aber ich habe sogar so eine Wiege gemacht, ist doch schön. Ja, und dann der kalte Zug, komm mal zur Seite. Lass die zweimal da machen. Paco. Du willst mir nicht erzählen, dass du hier ein Kind in so einer Wiege, sag mal. Nein, sie kann bei mir wohnen, wirklich. Sie kann erstmal. Ja, darum geht's ja jetzt erstmal. Hast du die gewaschen, Paco? Ja, habe ich. Es geht ja in erster Linie darum, dass man hier Verantwortung übernehmen muss. Warum bist du denn von zu Hause weggelaufen? Mein Vater hat mich zu Hause gelassen. Das sind Tau, das Kind wird krank. Ey, wo sind wir denn da? Willst du die Verantwortung übernehmen, wenn das Kind todkrank ist und nachher verstörst du dich? Ja, wie das wirklich todkrank ist. Was hat der verlangt? Eine Abtreibung? Ja, und als er bemerkt hat, dass es zu spät war, hat er gesagt, ich soll es dann abgeben nach der Geburt. Eine Abtreibung, dazu kann dein Vater dich ja überhaupt nicht zwingen. Das ist ja Wahnsinn, was er da zu dir gesagt hat. Er ist wie bekloppt. Unser Vater ist wirklich schon sehr rechthaberig. Der wird immer schlimmer. Aber wir müssen ja jetzt hier auch eine gute Lösung finden. Ach, guck mal, jetzt kommt erstmal die RTW-Besatzung. Was machen wir damit? Wir müssen auf jeden Fall zum Krankenhaus. Wir müssen gucken, ob mit dem Kind alles okay ist. Ich komme mit, ich begleite dich. Nee, erstmal kommt jetzt hier die RTW-Besatzung. Hallo, was ist passiert? Ich bin gestolpert, als ich weggerissen bin vom Amt. Okay, hast du jetzt Schmerzen irgendwo? Ja, nur im Knie. Ich weiß nicht. Baby fühlt sich normal an. Mach mal ein bisschen Platz. Lass mal. Nein, ich will. Hast du Rasen im Bauch? Mach mal ein bisschen. Nein. Hast du gemerkt? Nur meine Knie und meine Arme, glaube ich. Okay, alles klar. Mir war klar, dass Paco und Tim hier ihren Unterschlupf haben. Ich habe auch das schwangere Mädchen schon einmal gesehen, aber dass sie über so einen langen Zeitraum hier schon lebt, das war mir nicht klar und das hätte ich auch nicht zugelassen. Sonst irgendwelche Vorerkrankungen? Warst du regelmäßig beim Arzt mit dem Baby? Hast du dich untersuchen lassen oder weißt du also quasi gar nichts, nur dass du schwanger bist? Ja. Okay. Was mit dem Baby, alles okay? Das dürfen wir Ihnen jetzt so gar nicht sagen. Mann, ist mir aber wichtig, wirklich. Paco, und das fragst du weil? Ich bin der Vater. Hey, Paco. Stimmt das so? Ist er der Vater? Darf er was dazu wissen? Mein Blutdruck ist sehr niedrig.
Also wir müssen so oder so ins Krankenhaus. Das ist der Kater, ja? Ja, ist ja gut. Hey Junge, was hast du denn dabei gedacht? Nein, das ist nicht letztes gewesen. Und dann? Ja, hieß doch, wir haben es doch schön hier. Ja, also klar. Habt ihr super gemacht, aber ist kein Lebensort für ein Kind, oder? Jetzt brauchen wir erstmal keine Vorwürfe weiter vielleicht machen, aber nichtsdestotrotz. Du kannst eine 17-Jährige, guck mal, wenn die das Kind hier entbindet, was hier alles passieren kann. Die ist überhaupt nicht untersucht worden. Wir wissen gar nicht, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. Ja, ich kann dich ja verstehen, und dass der Vater von ihr scheiße ist und dass eine Abtreibung, dass er sie dazu nicht zwingen kann, kann ich alles nachvollziehen. Wir einfach so unser Ding hier haben, unser Leben. Ja, aber pass mal auf. Jetzt momentan haben wir noch Sommer. Jetzt ist es noch schön warm. Was machst du denn im Winter? Ja, dann machen wir ein paar Decken auf. Allein schon bei der Geburt, Paco, mit der Geburt hätte doch gar nicht funktioniert. Wie wollen wir das machen? Es ärgert dich, dass du es machen willst, aber. Ja, ich denke, ich werde mit Mona fahren. Die beiden Jungs müssen eh mitkommen. Ja, die müssen mit. Also, Aber wir halten Kontakt, Paco. Und wir werden schauen, dass wir das Ganze über die Bühne kriegen und werden da irgendwie eine Lösung finden. Aber hier schlafen, das funktioniert nicht. Das können wir nicht machen. Du bringst nicht nur dich in Gefahr, du bringst das Baby in Gefahr. Sie kann bei mir schlafen. Sie kann bei dir schlafen. Sie kann bei mir unterkommen. Okay, aber wir fahren erstmal zum Krankenhaus. Wie sieht es denn aus, wenn wir die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen haben? Darf er dich dann im Krankenhaus besuchen? Ist das okay für dich? Okay, dann machen wir das. Dann fahrt ihr jetzt erstmal ins Krankenhaus, dass bei dir alles in Ordnung ist. Ich werde dann hier mitfahren. Dann nehmen wir die beiden mit, hier fahren eine Sammelstelle. So. Du musst mal mitkommen. Ja. Okay. Du warst ja beteiligt. Halt durch. Dass die Schwangere hier unter der Brücke lebt, zeigt ja eindeutig, wie das Verhältnis zu Hause ist. Sie tut mir unheimlich leid. Gerade in einer Situation, wo man ungewollt offensichtlich schwanger ist, braucht man den Rückhalt von der Familie. Den hatte sie hier nicht. Da kann man nur hoffen, dass ihr Freund auch in Zukunft zu ihr hält und dass das Kind dann in Liebe und Fürsorge aufwachsen kann. Aber du brauchst in jedem Fall eine Unterkunft, Mona. Du kannst ja nicht hier schlafen. Das funktioniert doch nicht. Wie gesagt, wäre Papa nicht so, wäre ich auch nicht weggerannt. Ich bin richtig sauer auf unsere Eltern, wirklich. Ich muss da mit denen erstmal ein ernstes Wörtchen reden. Das kann so nicht sein, dass die dich rausekeln und du hier unter so einer Brücke wohnst. Mama, kannst du das, können Sie das denn gewährleisten, dass sie bei Ihnen schläft? Also, ja, dass das überhaupt funktioniert? Ja, das funktioniert. Also arbeitstechnisch und so? Ich meine, du musst dann vernünftig sein, du wirst alleine sein. Das muss funktionieren in der Wohnung. Ja. Ach so, wir sind an der Treppe vorbei. Wir werden jetzt mit Mona ins Krankenhaus fahren, um zu schauen, ob mit Mona alles okay ist und mit dem Kind alles okay ist. Um dann zu schauen, was machen wir jetzt mit Mona? Kann sie zur Schwester oder müssen wir schauen, dass sie in Mutter-Kindheim vielleicht auch unterkommt und dann weitere Hilfen auch bekommt? Komm, Jung, jetzt ein bisschen schneller, hier ein bisschen zackiger. Desto schneller bist du bei deiner Freundin im Krankenhaus. Nur wenige Tage später hat die junge Mutter ein gesundes Baby zur Welt gebracht. Sie lebt bei ihrer Schwester, die sie nach Kräften unterstützt.